Lieben, ich dachte, ich frage euch mal, ob ihr auch solche Situationen kennt, so minimale Fettnäpfchen im Alltagssituationen, wo ihr einfach denkt, schnell wieder unter die Bettdecke und bis oben hinziehen oder was habe ich da bloß getan oder huch. Kennt ihr das? Ich auch. Kurze Geschichte dazu, ich war mal mit meiner Mama einkaufen. Ich glaube, meine Mama achtet jetzt jedes Mal drauf, wenn ich dabei bin. Ich war mit meiner Mama einkaufen und ich habe an diesem Tag zum allerersten Mal eine 3,8 fette Milch gesehen. 1,5 ist ja normal, 3,5 auch, ist auch überall, aber 3,8 ist halt einfach auch nicht so geläufig. Ich dann voll laut zu meiner Mama, weil die stand ja ein bisschen weiter weg. Ich die Milch in der Hand, ruf voll laut, so, ey Mama, boah, ist die fett! Meine Mama guckt ganz erschrocken, ungefähr so. So, ungefähr Mama geguckt. So, was ist denn hier los? Das ist Jasmin! Ja, ich wusste nicht, wer hinter mir steht. Oder ob jemand hinter mir steht, das wusste ich auch nicht. Auf einmal stinkesauer läuft eine Frau an mir vorbei. Und wettert. Au. Ja. Ich meine, ich bin ja schon nicht schlank. Sie war es auch nicht. Sie hat dann schon ein bisschen mehr gehabt als ich. Und die hat sich voll angesprochen gefühlt. Und meine Mama so, was beleidigst du hier noch die Leute? Und keine Ahnung. Ich so, aber ich meine doch die Milch. Das habe ich noch extra laut gesagt, weil ich dachte, das hört die dann. Aber das hat mir dann in dem Moment auch keiner mehr geglaubt. Das war so ein richtiges Fettnäpfchen. So richtig, boah, ist die fett. Ja, weil ich da halt auf das Etikett geguckt habe. Und ich habe tatsächlich die Milch gemeint. Und ja. Kennt ihr solche ähnlichen Situationen vielleicht? Ihr könnt es mich ja einfach mal wissen lassen. Am Ende beim Lied lachen wir da heute alle drüber, gell? Es ist halt so, ja. Ich habe ja wirklich die Milch gemeint. Ich würde ja nie Leute beleidigen. Ja. Aber es hat halt, wie gesagt, Alltag, es hat gepasst. Erzählt mir mal von euch, könnt ihr mal reinschreiben, oben, unten, links, rechts, ob ihr solche Situationen gewohnt seid. Ob es euch auch manchmal so geht. Bye, bye.